Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Playlist-Reihe von Star Stable Online. Denn ich habe mich nämlich entschieden, die Story nochmal durchzuspielen. Es liegt daran, nicht weil ich jetzt sage, boah, es muss jetzt noch mehr Star Stable auf meinem Kanal geben, sondern ich habe ja nicht von Anfang an auf dem Kanal Star Stable gespielt. Ich war ja schon weit fortgeschritten. Es fing bei mir so mit den Story-Quests auch erst so, als Pandoria gerade frisch rauskam, habe ich sozusagen schon die Story-Quest angefangen. Und es gibt bestimmt noch viele, viele Leute, die sich gern auch nochmal die Story gern angucken möchten, vielleicht auch in meinem Format angucken möchten, was weiß der Geier. Und ich würde es auch gerne nochmal gerne durchspielen. Solange ich es noch kostenlos machen kann, zahle ich da jetzt auch noch nichts. Und dann, wenn ich vielleicht mal geldtechnisch überhabe und wir so ein Lifetime-Angebot komme, dann schlage ich auch nochmal zu. Aber heute machen wir erstmal den Charakterauswahl. Also, ich meinen Charakter gestalte und ich werde meinen Charakter ganz, ganz einfach gestalten. Ich mache einfach aus die jüngere oder ältere Schwester von meinem Charakter einfach, weil ich weiß nicht, irgendwie bei Star Stable habe ich immer das Prinzip gehabt, dass ich mich keinen erfundenen Charakter nehme, sondern mich immer ein bisschen selbst mit darstelle. Ja, deswegen diesmal werde ich sie auch blass machen lassen. Eigentlich habe ich keine Sommersprossen, aber die sieht man ja auch nur ganz, ganz leicht. Deswegen werde ich sie, glaube ich, auch so machen. Ich bleibe bei den roten Haaren, weil ich sie eigentlich wunderschön finde. Oh, da gucken wir durch. Winkel lasse ich aber auch wieder einfach. Ne, die fand ich nämlich nicht ganz so schön. Irgendwie auch mit dem Muttermal. Das ist mir. Keine Ahnung, ich schmink mich auch im echten Leben nicht wirklich so oft. Und ich bin mal gespannt, was es hier generell dann geben wird. Augenfarbe werde ich dann aber diesmal nicht blau machen, aber ich gucke mir trotzdem einfach mal alle Augenfarben an. Ich zwei verschiedene Blautypen. Ich habe mit meinem ersten Charakter den hier genommen. Aber ich werde wahrscheinlich nachher wieder auf einen grün gehen. Das Rot finde ich ja auch echt krass. Die Jule hat das ja zum Beispiel, eine Moderatorin von mir, diese krass vampirroten Augen. Gelb, rosa. Hier ist aber auch nochmal ein Blauton. Dunkleres Blauton. Ja, das ist ein dunkleres. Oh, warte mal, noch ein dunkel. Welches Grün? Das sieht irgendwie. Ich weiß gar nicht, was natürlich aussieht. Das geht mehr in Türkis rein, finde ich, oder? Hier haben wir noch solche gräulichen, braunen. Boah, ne? Sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Ja, bei dem Pferd war es natürlich auch nicht einfach. Am liebsten hätte ich einfach direkt wieder den Schimmel genommen. Aber da ich ja mein Prinzip schon mit, wie heißt es jetzt, mit meinem Hauptcharakter schon immer den Schimmel nehme. Und das irgendwie auch so ein Ding von meinem Hauptcharakter mir selber ist, habe ich mir hier gedacht, dass ich mal ein braunes Pferd nehme. Und dieses braune Pferd, also es gibt ja echt braune, die ich gar nicht mal so schön finde. Einfach diese, ich weiß nicht, diese einfachen braunen. Oh, das sieht auch gar nicht mal süß aus, aber ich fand das mit den blauen Augen und mit dieser wunderschönen Blässe. Ich weiß nicht, es ist schon irgendwie was anderes. Oh, draußen gehen die Hunde wieder ab. Gucken, weil mein Hund auch wieder bellt. Ich kann sie mir aber auch nochmal alle angucken. Nur ein Checkenfeller ist auch gar nicht mal so schlecht. Und ja, die Nüsse bewegen sich. Den Apfelschirm habe ich früher immer gehabt. Den finde ich eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, ne? Aber irgendwie. Und ich finde es schade, den hätten sie komplett schwatt machen können. Es gibt keinen richtigen Rappen als Soul Rider Pferd. Das finde ich auch etwas schade. Die Leute, die jetzt total auf Rappen stehen, ne? Wäre auch eine Idee gewesen, einen Rappen zu nehmen, mal statt einen Schimmel, aber. Weil das ist für mich noch ein dunkles Braun, weil das ist
hier zubrauen. Klar, es gibt dieses Schwarz. Wisst ihr, dieses Schwarz mit einem leichten braunen Stich, aber man sieht ja hier voll, dass das hier braun raussticht. Wie bei diesem schwarzen Friesen mit dem ganz, ganz leichten braunen Stich. Aber das ist ja richtig braun. Und das ist für mich auch noch ein bisschen zu braun, besonders an den Nüstern hier. Aber sonst wäre es auch eine schöne Farbe gewesen. Wir haben sehr, sehr viele braune Typen hier drin. Das finde ich. So viele braune Farben hier, aber so wenig Abwechslung. Da haben wir zwei checken. Okay, mit Schimmel kann man ja nur Schimmel machen, außer wenn man jetzt einen Fliegenschimmel jetzt haben will. Aber so viele braune Typen, von hellbraun bis dunkelbraun. Für Leute, die jetzt unbedingt braune Pferde mögen, ist das vielleicht gar nicht so schlecht, aber für Leute, die jetzt mehr so auf Schecken stehen oder auf einen Rappen haben wollen. Und man kann ja nur dieses eine Soul Rider Pferd nehmen. Also dein Anfangspferd ist ja das Soul Pferd, was man immer in Story Quests bräuchte. Nicht in allen Story Quests, aber in den meisten. Und das ist süß. Hier hätten wir noch so ein. Kann man hier auch als Fuchs durchgehen lassen. Das ist schon wieder ein brauner. Mit blauen Augen. Kann man auch noch. Das ist auch noch Fuchs, wenn man das so spielt. Aber oh, ein bisschen Stichelhaar-mäßig hier vorne und den Unterlippe ist auch so ein schönes Abzeichen. Daraus könnte man auch jetzt nochmal braunen machen. Man kann aber daraus auch so einen Dunkelfuchs machen. Ja, hier haben wir wenigstens mal einen braunen mit so einer Äpfelung drin, was ich auch gar nicht mal so schlecht finde. Aber ist auch jetzt nicht ganz meins. Und ja, hier haben wir nochmal einen braunen, komplett ohne Abzeichen, mit blauen Augen. Für mich wird es aber, glaube ich, ja, dieser brauner werden, weil ich einfach diese Blässe und diese blauen Augen so schön finde. Und das ist mal was anderes, als wenn ich immer nur auf den Schimmel reite, oder? Jetzt kommt natürlich gleich wieder das Schwierigste, die Namenauswahl. Das ist immer. Und die Mähne. Wenn nicht die Mähne schon toll ist, die merke ich mir mal. Ja, das finde ich gar nicht. Das finde ich jetzt auch nicht wirklich schön. Da könnte das Dunkle mir doch besser gefallen. Geht mehr ins gräulich-schwarz rüber. Ich guck gerade wegen den Nüstern, was so besser passen könnte. Ich glaube, aber so eine braune Mähne sieht doch gar nicht mal so schlecht aus, oder? Und so einmal kostenlos kann man es ja immer noch mal ändern, wenn das mir überhaupt nichts gefallen sollte. Weil es ist ja nochmal was ganz anderes, wenn man rumreitet. Wisst ihr, was ich meine? Dann hat man nochmal ein anderes Feeling, als würde man das jetzt hier nur auf dem Bild sehen. Das ist ein bisschen. So. Jetzt kommt ja wieder. Versuche trotzdem noch Silver Hunter zu nehmen. Aber jetzt kommt natürlich wieder die Sache mit dem Namen. Jetzt viel mehr Namen, glaube ich, doch mal, als ich angefangen habe. Aisha, Aida. Gibt es eigentlich schon Lea? Lea gibt's aber. Aber ich weiß nicht, wenn ich Lea nehme, dann erinnert es mich mehr an mich selber, als wenn ich Elena nehme. Wisst ihr, was ich meine? Oh Gott, ich dachte schon, wisst ihr, was ich meine so oft. Deswegen würde ich mich nicht direkt Lea nennen. Nicole, Nalita, Naomi, Nancy. Schade, dass es immer noch keine Nikita gibt. Ich will den Namen sowas von feiern. Paulina, Shakira, Zoe. Zoe! Guter Name. Der Name ist bereits vergeben. Nein, das gibt's nicht. Oh nein. Ich will eigentlich Silverhunter behalten. Nein! Victor.
Victoria, Ursula, Tyra, Bella, nein. Sylvie Silverhunter. Ach, oh, schade, verdammt. Selina auch. Sabrina. Boah, Silver hat das wahrscheinlich komplett ausgebucht, ey. Petra, Piper Princess. Rachel, Paulina. Odette, Nora. Nina. Ich hätte mit euch Silvanta sowas von Offbits benutzt. Mia. Oh Gott. Maria. Max. Lucia, Luca, Luan. Ed gibt's nicht. Christine, Lady, Lara. Ja, wäre jetzt witzig gewesen. Name ist bereits vergeben. Es könnte immer so weitergehen. Karina, Katharina. Kate. Oh mein Gott, der hat einen guten Namen. Eigentlich will ich Silvan das schon gern behalten. Nein, ich will mich nicht Jacqueline nennen, dann bin ich ja gestraft fürs Leben. Nein, Scherz, das ist nichts gegen Leute, die jetzt Jacqueline heißen. Man sagt das immer so aus Spaß. Ali, Hannah, Hayden, Hazel. Ich glaube, die Namen, die ich gerne habe, sind alle schon wieder was von vergeben. Bereits vergeben. Lightleaf. Hat ja Lightleaf. Wisst ihr was? Wir lassen es einfach jetzt. Ich habe keinen Bock mehr. Wir hatten das. Hatten. Richtig, wir hatten diese grünen Augen. Wir hatten das braune Pferd. Wir hatten diese Mähne. So. Ho. So. Oh nein, das heißt der Pferdename noch. Midnight für den Braun. Wisst ihr was? Wir hatten jetzt ganze Zeit. Ah ne, eigentlich mag ich schon gern Hengst, ne? Auch nicht Silver. Oh nein, jetzt fängt das schon wieder an. Das Video wird ganz schön in die Länge gezogen, glaube ich. Und das mache ich noch nicht mehr extra. Boah, bei braunen Pferden.
Night Mirror Mini, Midnight Ninja Night. Hab einen Namen. Time Dancer. So. Ha, das ist meine E-Mail-Adresse. Oh nein. Oh nein, das könnt ihr mir E-Mails schreiben. Please, tut's nicht. Ich gucke voll. Gut wie gar nicht in mein E-Mail-Fach. So. 96. Nutzungsbedingungen. Ne. So, was haben wir hier? Ui. 3 Star Rider Days und 100 Star Coins. Zack. Ich habe das Startable schon runtergeladen. Aber ihr Lieben, das war's von dem Erstellungsvideo. Ich werde jetzt im Nachhinein direkt noch die ersten 20 Minuten aufnehmen. Weil ich denke, für eine Folge reicht diese Erstellung jetzt erstmal. Oh mein Gott. Wir sehen uns dann zu einem nächsten Startable Online-Video wieder. Bis dann, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.